Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Feuerrote Edition im Zeichen der Nuzlocke Challenge mit mir, eurem Dan Goku Senpai und natürlich meine Let's Player oder Together Kollegen Ironclaw, LP und Superbro zu 1992. Ja, Center Shock, würde ich mal sagen. Der ist zwar nur Schock, aber Schock wird er... okay. Ja, ein neues Pokémon. So wie es aussieht bei uns im Team. Glaube ich zumindest. Aha. Gut. Spezialangriff ist nicht schlecht. Was hat denn der für... Schock... Oh nein, ne? Oh nein, Leute, bitte nicht. Yep, ein neues Teammitglied. Und zwar von Route 10, sagte... Wurde mir, glaube ich, gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Bitte nicht. Oh nein. Moment. Haben sie denn den Arena-Orden? Tatsache! Was? Ich muss nochmal eben was gucken. Wo haben wir denn die Karte? Oh, ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Fuck off. Ja, sagen wir da, dann so. Ja, okay. Select. Mach auf! So, Felstunnel Route 10. Route 9. Gut! Route 10 haben sie was gefangen, aber auf Route 9 nicht. Und dann können wir auch in den Berg hier reingehen. Bin schon super gespannt darauf, wie es weitergeht. Oder, Moment. Haben sie denn... VM! Öffnen! Oh nein! Die haben vergessen... Blitz abzuholen. Ja gut, dann machen wir das eben. Geht ein bisschen mehr Zeit für drauf. Warte mal, wir haben da... Oh shit! Ein wildes Pokémon! Ey, ich hoffe für die beiden, dass die hier die ganzen Trainer besiegt haben, ne? Sonst ist Holland in Not! Schockwelle, komm! Supergeile Attacke. Ich werde mal ein bisschen speeden. Das geht nicht. Oh mein Gott, ich kann nicht speeden. Verdammt. Oh, es ist paralysiert. Warum kann ich nicht speeden, bitte? Was soll das? Entwickelt. Center Shock. Ja, wir behalten Center Shock natürlich im Team. Ein Elektro-Pokémon kann man immer gebrauchen. Fragezeichen nur bei... Bei Juni. Oh, das Vieh hat sich gehäutet und hat mal eben schnell die Paralyse abgeworfen. Ja, schön. Toll. Super. Wir werden einfach mal... Ach, ich werde Voltoball offscreen trainieren für die anderen beiden, damit das wieder ein bisschen... das ist bitter. Tausch. Ja, schade. EP-Teile haben wir nämlich noch nicht. Sonst würde ich ihn Tinker. Nein! Oh mein Gott, warum laufe ich hier durch die Büsche? Vor allem, warum kann ich nicht speeden? Das ist ja mal mega behindert. Ich weiß, ich habe gesagt als Regel, es wird nicht gespeedet, aber... Ich muss jetzt hier den Kram da aufräumen. Ja, komm, jetzt lad dich da auf, du blödes Vieh, mach nicht so eine große Nummer draus. Alter Schwede. So, tot. Ich will mal kurz das gucken, bei den Frames, ob da irgendwas ge... Jetzt weiß ich, woran das liegt. So, war das so? Ja, das sind wieder diese Vorbereitungen, die ich hätte vorher schon machen müssen. So, wie viel haben wir? Ah, das reicht noch nicht. 7. Okay, das reicht auch noch nicht. Und dann nehmen wir noch mal hier das. Ja, super. Ich würde sagen, das sieht doch cool aus. Speeden können wir immer noch nicht, ist aber kein Problem, oder? Doch klar, jetzt können wir das speeden. Das ist gut. Weil so können wir schnell die Sachen erledigen und vor allem gucken, ob sie alle Trainer besiegt haben. Oh, vor allem, ich habe Tinker vorne und greife hier einfach mal so einen Typ an. So. Sind wir jetzt auf Route 9? Müssen wir mal gucken. Karte.
Weep. Route 9, hier können wir ein wildes Pac-Man fangen. Sehr schön, schauen wir mal, was wir hier Schönes finden können. Irgendwas vielleicht, was man gebrauchen könnte. Ein Weibchen. Ein Weibchen, ein weibliches... das hat Zerschneider gekriegt, okay. Bitte, dein Gesicht. Ein Rattan, Rattan. Sehr schön, das werden wir uns jetzt fangen. Und ein weibliches Rattan, eine weibliche Schlange. Überlegen wir mal. Aber wie hieß die noch? Oh mein Gott, ich muss jetzt wieder an Dragon Ball Z denken. Als Son Goku über den Schlangenpfad gerannt ist, da ist hier diese Schlangenprinzessin aufgetaucht. Die hat auch einen Namen, aber wie heißt die noch? Alles, was ist mir auch gerade egal. Ja, ich gebe ihr einen Spitznamen und zwar nehme sie... Oh mein Gott. I hate it. Susi. Nimm jetzt einfach mal Susi. Ich habe keine Ahnung, warum Susi. Oder, ja. Susi ist gut. Lass uns Susi. Box 1 abgelegt. Sehr schön. Weiter geht's. Hui. Oh mein Gott, warum haben sie das nicht erledigt, Jungs? Was soll das? So. So, wirklich speeden kann man das nicht nennen, weil von 100% geht das gerade mal auf 116%. Und ich weiß auch nicht, wie ich die Speedgeschwindigkeit ändern kann in diesem In-Game so. Haben sie denn den ganzen Trainer da auf der anderen Route gemacht? Das will ich auch nochmal wissen. Da werde ich auch gleich mal gucken. Oder ob sie das einfach stehen lassen haben, weil sonst benutze ich die nachher fürs Offscreen-Training. Weil das ja ziemlich kacke wäre eigentlich. Ich könnte die auch ärgern, einfach mal hier... Scheiße, erstmal ins Center. Center! Pokémon Center! Aber Center Shock ist immer ein nice Name! Gefangen durch Superbrut, glaube ich. Glaube ich? Ja, wir haben ein Rattan, ein weibliches Rattan. Ein Gift-Pac-Man. Pur Gift. Absolute Psychoschwäche. Aber eigentlich ist Rattan ziemlich cool. Also so als Arr-Bock. Arr-Bock. Schauen wir erstmal, ob die Trainer noch alle da sind. Was mit dir? Yeah. Ah. Nein! Oh mein Gott! Oh, die Zeit rennt schon wieder. Tinkerbell, du bist dran. Müsste sich das nicht schon längst entwickelt haben? Aussetzer. Wurde blockiert. Finte. Achso, ist blockiert. Fuck. Ja, Mann, ich hab's kapiert. Mann, nerv mich doch nicht. Piss. Zum Morgengrauen. Wer ist auf die clevere Idee gekommen, Mauzi mit ins Team zu nehmen? Ich habe doch gedacht, dass wir schon einen normalen Pac-Man haben. Ja, okay, die haben hier alle... Oh mein Gott! Immer diese wilden... Pac-Man. So, Rattan. So, noch 9 Minuten in etwa. Dann werde ich die Aufnahme mal kurz beenden. Gucken, wie viel Zeit noch ist. Dann Offscreen-Training. Und dann werde ich das einfach zusammenschneiden und ja. Dann werdet ihr vielleicht die Entwicklung sehen. Von allen. Na, ich glaube von Voltoball nicht. Oder wann entwickelt sich das? Ich sollte auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Das wäre nur fair den anderen beiden gegenüber. Weil ich habe mich mit dem Offscreen-Training eher zurückgehalten. Oder? Habe ich oft Offscreen trainiert? Ja, aber das ist dämlich, Jungs! Hier, da können wir mal eben kurz wechseln. Das ist nämlich der perfekte Ort, finde ich, zum Trainieren. Denn... Ja, die sind einfach super geil. Also, machst mal eben schnell 50 Dick das Platz, ist dein Vieh auch gleich mal super viele Level hoch. Wenn du Glück hast, hast du sogar mal einen Dick-Dri.
Aber hier ist das gefährlich, würde ich sagen. In dieser Gen zumindest. Center Shock! Komm, setze Tackle ein! Oh, das ist böse. Ich bin tot. Oh mein Gott, das hat überlebt! Respekt, Center Shock! Ich bin zutiefst beeindruckt von deinem Talent, dich durchzubeißen. Ja, schaffen wir in diesem Part leider nicht viel. Mann, Jungs, warum habt ihr nicht diese behinderte VM abgeholt? Mann! Wie kommt man nicht voran? Genauso. Bäm, in dein Gesicht, tot. Oh Gott, das hat's überhaupt nicht gebracht. Na egal. Puh, ja. Noch eins. Level 17, wir wechseln wieder. Ja, das ist für euch wahrscheinlich jetzt super... Ach, scheiße. Ausweglos hätte mich im Kampf gefangen. So. Ja, töte es. Oh mein Gott. Moment, warum hat es jetzt überlebt? Speed! Speed! Ja, tot. Ja, komm, töte es. Töte Center Shock. Au, es ist down. Ich will gerne wissen, wann entwickelt sich Mozi? Und Olli vor allem. Olli müsste sich schon längst entwickelt haben. Denn wenn er sich nicht weit entwickelt, dann kann es ganz schnell sein, dass er drauf geht. Warum? Der einfache Grund, letztendlich ist Menki schwächer als Razaf. Das ist nun mal so. Das ist eine Tatsache. Und ja, ich habe lieber ein starkes Razaf im Team als so ein Schnickschnack-Schnu. Tinkerbell, komm, Finte! Aber Tinker, wie kam die denn auf Tinker? Tinker ist ein Trinker. Oh, oh, witzig. Ah, ja. Leute, was soll sowas? Ich habe gedacht, ich kann schön in den nächsten Berg rein, in den Felstunnel und so. Vor allem kann man da ein neues Pac-Man fangen. Und wenn man Glück hat, kann man sogar was richtig Geiles kriegen. Ah. Aber da ich in diesem Part schon ein Pac-Man gefangen habe, überlasse ich dann das nächste lieber meinen Kollegen Iron Claw. Oh, oh. Wird das mein Untergang sein? Oder werde ich überleben? All das und viel mehr erfahrt ihr im Zahltag. Scheiße, das tut weh. Ach, doch nicht. Ich habe gedacht, das tut mehr weh. Dann nimm meine Finte in dein Gesicht. Bam! Oh, oh. Tot? Es hat überlebt. Alter, Tinker geht ja mega ab. Ich glaube, dass Tinker sich auch schon längst entwickeln müsste. Oder ist das erst Level 28 soweit? Ich weiß das gar nicht. Na, ich werde auf jeden Fall gleich, wenn wir die VM haben, ein bisschen trainieren gehen. Dann werde ich gucken, wie weit die Aufnahme ist und dann werde ich, jedes Mal, wenn sich ein Pac-Man entwickelt, die Aufnahme weiterführen. Und ja, dann werden wir uns beim Felstunnel wiedersehen. Iron Claw wird sich wahrscheinlich mega darüber aufregen, dass wir noch nicht im Felstunnel waren. Aber er wird dann schon merken, warum das so ist. Oh mein Gott, ihr mit eurem behinderten Scheiß... Schaufler, ich habe auch Schaufler, aber ich benutze es nicht, ihr Kackvögel. Finte! Jetzt krieg ich es aufs Maul. Bäm! Und jetzt Finte! Oh mein Gott, es hat überlebt. Verreckt dran! Bäm! Und es ist immer noch nicht Level Up. Das ist aber kein Problem. Oh mein Gott, ist das nervig. Immer diese ganzen... Dicta, Dicta, Dicta. So, Mozi, gib mir Finte. Au. Finte!
Ja, das ist jetzt gerade ein wenig eintönig und ich werde gleich schon wieder voll... Ich überziehe gleich, ich sehe es kommen. Tink hat Level 26 erreicht, sehr schön. Und jetzt entwickel dich, du dumme Sau. Angriff ist auf 31, Spezialangriff ist höher. Leute, habt ihr ja drauf geachtet? Das Vieh ist speziell ausgelegt, das passt überhaupt nicht zu einem Mauzi. Was ist das? Oh mein Gott, jetzt geh da rein, du dumme Drecksau. So, hallo. Ja, komm. Was? Wie? Ach, scheiße. Ich muss ja da unten... Ich dachte gerade... Ja, der Typ oben im Haus, der will ein Pipi gegen ein Pantimos tauschen, soweit ich weiß. Es sei denn, ich irre mich jetzt. Was selten passiert. Ha! So, hi. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pac-Man gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich, VM05. Also, Shen, hast du 10 unterschiedliche Pac-Man gefangen? Na, natürlich. Super, du hast 17 verschiedene Pac-Man gefangen. Einfach klasse, hier. Das hast du dir redlich verdient. Danke. Ja, Blitz, um Höhlen zu erhellen. Gut, ihr wisst jetzt, wo man... Oh, hier sind noch... Na okay, die haben hier gar nicht nachgeguckt, was hier so los ist. Wer nicht, wenn ich. Wer denn, wenn ich du... Ey, lass mein Kabel in Ruhe. Ja, meine kleine Nami hat einen neuen Spielgefährten gekriegt. Der ist gerade noch ein wenig unerzogen. Dem muss man erstmal richtig schön, na, ihr wisst schon. Strenge Hand führen und so. Ja. Ha. Witzig. Ja, Leute. Ich werde ein bisschen Offscreen trainieren. Und dann sehen wir uns gleich vom Felstunnel oder bei den Entwicklungen, falls sich etwas entwickelt wieder. Also, haust rein, schaust rein. Piss gleich, Leute. Nicht abschalten, es geht gleich weiter. So, Freunde der Leidenschaft. Ich bin zurück in alter Frische. Und ja, ich habe ein wenig trainiert. Wie gesagt, nur ein wenig. Ich hatte nachher keine Lust mehr, weil... Mit Center Shock bei den Diktas und so zu trainieren ist mega heftig und anstrengend und nervig. Weil, ich meine, Training, Sparring, Totgehen zählt nicht und so, aber trotzdem, du kriegst einen Schaufel ab und bist fertig mit der Welt. Zum Kotzen. Naja, ich habe den Dingsgold. Eine Trainerin. Ich habe Dingsgold hier, Blitz und so. Das habt ihr vorher noch gesehen, warum erzähl ich denn das nochmal? Ein bisschen Banane bin ich ja schon so, ne? Ja. Ach ja, unser kleiner Freund hat Funkensprung und Ultraschall erlernt. Ultraschall, super geil am Anfang. Ich meine, kaum ein Vieh hat mehr als 40 KP. Pikachu ist jetzt mal eine Ausnahme. Und ja. Och mein Gott, das fängt ja schon wieder gut an. Center Shock ist schon ein wenig nervig im Moment, weil es halt noch nicht so viel drauf hat. Und einfach nicht trifft. Mein Gott. Wisst ihr, da denkt man sich, ach komm, machst du mal eben schnell noch ein bisschen weiter. Da freuen sich deine Let's Player-Kollegen bestimmt ziemlich. Aber das fuckt ja gerade total ab. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Alter, du hast doch Schockwelle, die trifft immer, benutze es doch. Ja, aber die ist nicht sehr effektiv. Tja, Pikachu, jetzt hast du auch nochmal hier ein bisschen Paralyse abgekriegt. Selber schuld. Das passiert, wenn man sich mit einem Center-Schock anlegt. Oh, ich finde das geil, dass wir einen Center-Schock haben. Ich mag Voltoball und Elektroball. Ich mag die beiden wirklich. Also ich finde das echt cool. In Gedenken an King Stritty aus meinem Smaragd Randomizer Nuzlocke. Nee, Randomizer? Was, Randomizer? Oder die normale Nuzlocke? Nee, die normale Nuzlocke war das, oder? Oder? Na, auf jeden Fall entweder die normale Nuzlocke oder die Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja. Super geil und so. Funkensprung! Spotlight? Was willst du denn? Alle Aufmerksamkeit auf sich. Interessiert mich nicht. Hier, nimm das. Friss das. Oh mein Gott. Das hat ja nichts gebracht. Ja, Center Shock ist noch ein bisschen schwergängig zu trainieren. Aus dem einfachen Grund. Das war doch schon ziemlich guter Schaden. Es ist speziell ausgelegt. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Oh Gott, mir rennt die Zeit schon wieder davon. Ich krieg einen Kotzen, ey. Dann nimmt man sich vor, wirklich... Oh mein Gott, jetzt verreck endlich dran.
Ja, komm, verpiss dich. Oh mein Gott! Oh. Naja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Schaut bei meinen Together-Kollegen rein. Superbrot 1992 und Iron Claw LP. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Together Pac-Man Fire Rote Edition im Zeichen der Nutzlocke Challenge. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dan Goku. Und wundert euch nicht, ich werde jetzt erstmal noch einen Schritt in die Höhle gehen und dann Blitz einsetzen. Ah, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.